Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem wahrscheinlich Finale von Let's Play Resistance. Es lädt 2. Es lädt 2. Sehr gut. Ja, Leute, wir sind hier beim Finale angekommen, Leute. Und es ist nun Zeit, die Sache zu beenden, Leute. Und niemand anderes als nun der Bestienkönig höchstpersönlich steht uns nun im Weg. Und es ist, wie man sich denken könnte, Daedalus, Leute. Ja, dieses unglaubliche, mächtige Bestienwesen, was ja hier ursprünglich ein Mensch war, stellt sich hier nun gegen uns zum Kampf, Leute. Und es ist Zeit, die Sache zu beenden, Leute. Doch leicht wird das sicher nicht. Wir wissen, wie stark dieses Monster ist. Es hat nicht nur unsere Freunde hier getötet, Leute, sondern es steht uns schon hier das ganze Spiel im Weg, Leute. Und es ist Zeit, ihn zu besiegen, Leute. Ja, wir sind hier auf einem Schiff der Aliens, Leute, und versuchen mit einer Bombe Daedalus und die Bestienflotte zu zerstören, Leute. Wenn wir das nicht schaffen, dann war's das, Leute. Dann war's das von der Menschheit. Und das heißt natürlich, wir müssen alles daran setzen, dieses Monstrum zu besiegen, Leute. Ja. Und das werden wir auch schaffen, Leute. Es wird nicht leicht, Leute. Es wird sogar unsagbar schwer. Doch, wir müssen es schaffen, Leute. Wir haben schon größere Viecher als das besiegt, Leute. Und wir werden auch dich besiegen, du Monster. So, weiter. Okay, Leute, wir sind aber hier beim letzten Mal schon grandios gescheitert, indem dieses Ding irgendwelche Sachen von oben auf uns drauf geworfen hat. So, kannst du weitergehen? Dankeschön, komm. Leute, es wird ein geiler Kampf. Ich sehe schon, komm. Ich sehe schon, komm, Leute. Wir werden ja grandios scheitern, Mann. So. Zack, schmeißt Ding auf der uns, den werde ich. Wir sind den sogar halbwegs geil ausgewichen. Wir sind den echt richtig gut ausgewichen. So. Zack. Was, hat er da gerade ein bisschen reingeschmissen? Ich weiß nicht. So. Okay, Leute, die erste Phase haben wir überlebt. Ich habe das jetzt zum dritten Mal versucht, weil ich hier jedes Mal erstmal gescheitert bin und diese Viech mich instant getötet hat. Aber scheinbar läuft es ganz gut. So. Der Lefik. So. Okay, Leute. Ich bin schon mal höchst motiviert, weil ich diese erste Phase geschafft habe, Leute. Ah, so, kotzt mich an. Ich mag das nicht, Leute. Ich mag das nicht. Ach, Mann, ich dachte, es wäre einfach so ein kleiner Klops. Wisst ihr noch, als wir ihn ganz am Anfang getroffen haben, ich dachte, wenn wir so einen kleinen Klops machen, machen wir mal bam, bam und dann ist er weg. Aber von wegen. Von wegen Dingen, so. Ich glaube. Bringt Schießen was? Ja, ist. Hat eine Hammerwirkung, wenn wir auf ihn schießen. Fällt gleich tot um. So. Jetzt macht er die kaputt und dann kommen wir weiter. Ich finde es übrigens cool, auch egal wie stark der Lust ist, dass er nicht einfach hier auf der Seite so reinfliegt und uns so mitreißt. Wenn er so eine Sekunde getötet. Aber egal. So. Weg da! Ja, mach deine merkwürdigen Sachen hier. Okay. Jetzt geht er wieder weg. War hier, bitte, Leute. Wenn hier kein Kontrollpunkt war, Leute, ich muss mich aufhängen. So. Zack. Zack. Komm, wirf deine blöden Mist auf mich, Mann. So. Eigentlich sollten wir echt nicht mit der Munition geizen, Mann. Weil wenn wir nicht aufpassen, dann tötet uns das Viech eh instant. Aber ich bin da so geizig, Mann. So. Das ist auch dumm, die haben auch alle natürlich einen Bullseye 2. So, zack, zack, jetzt heißt es hüpfen, jetzt heißt es. Alter, null Chance, Mann. Aber seine Dinger sind weg. Ha! Okay. Also er hat nur eine begrenzte Anzahl an Würfen, weil da auch noch eine begrenzte Anzahl an Becken ist. Okay, das ist cool. Okay, Leute. Wir kommen näher. Oh, okay. Ich habe so langsam eine Idee aus bei diesem verdammten Spiel, Stöckchenspiel hier. Was gar nicht lustig ist. So. Zack. Ja, wo ist der denn? Da, okay. Immer schön auf die andere Seite gehen. Au, au, au. Okay, Leute. Es ist echt hart, Mann. Ich weiß gar nicht, was wir gegen das Viech tun sollen. Weil, wisst ihr, was das Problem ist? Okay, Leute. Wir werden. Jetzt mal ganz ehrlich, wir werden schon dahinter kommen, was da hinten nochmal sein mag. Aber wisst ihr, was dann als nächstes kommt? Was sollen wir denn da machen? Ich weiß ja nicht, was wir gegen das Viech machen sollen. Das ist ja ein ganz klein wenig stark. Okay. Da hinten wartet es nur auf uns, Leute. Kontrollpunkt erreicht. Lang. Weit. Mich. Nicht! Hab grad keinen Bock auf euch, verdammte Bestie, Mann.
So, ich habe größere Probleme als euch. Oh, da sind schon wieder die verdammten Dinger. Okay. Kann man irgendwie erkennen, wann er die wirft oder so? Ich glaube nicht. So. Okay, was muss man tun? Was kann man tun? Das ist die Bombe. Okay. Schmeißen wir die auf die. Was denn los? Okay. Okay, wartet. Ich schaue ihn jetzt einfach mal gar nicht an. Ich muss ihn jetzt einfach mal vorkommen. Okay. Irgendwas. Okay, Leute. Au. Okay, Leute, ich sehe so. Was wir tun müssen, okay. Es ist simpel und gleichzeitig unglaublich scheiße. Wir müssen auf diese Dinger hier schießen, damit sie ihm hier Schaden zufügen. So, natürlich schwebt der Händler sich einfach alles gerade über und so mit zwei Hieben hat uns natürlich getötet. So, ein geiler Kampf, Leute. Kann man uns hier irgendwie ducken oder so? Ah, komm, tötet! Steht uns natürlich auch immer im Weg. Okay, es wurde geblitzingst. Er wurde geblitzingst, so. Ja, komm, blitzingst ihn. Liegt hier irgendwie Muni oder so? So, okay, zack. Wir haben. Ah, wir haben ihn doch schon. Wo ist er denn? Ist er tot? Ha! Ist er tot? Ja! Wir haben es geschafft, Leute! Okay, Leute. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Wir haben Superkräfte. Okay, 4 Minuten, dann explodiert die Bombe. Okay, Leute. Daedalus ist besiegt, Leute. Aber, Leute. Wir alle wissen nun, was ebenfalls hier in 4 Minuten wahrscheinlich geschehen wird. Capelli, du wirst wahrscheinlich das hier machen können, was du schon das ganze Spiel wolltest. Denn für Hale ist die Zeit wahrscheinlich eh bald abgelaufen. Er wird sich ebenfalls in eine Bestie verwandeln, Leute. Das sind ähnliche Kräfte, wie sie nun auch schon Daedalus hier hatte, Leute. Und ich fürchte, die Transformation zu einer Bestie ist nicht mehr weit, Leute. Ja, ich denke, bald wird es das hier gewesen sein von unserem Protagonisten, den wir hier schon 2 Spiele gesteuert haben, Leute. Und natürlich, nun kann uns nichts mehr aufhalten, Leute. Nun haben wir die Kräfte von Daedalus und die Bestien sind keine Herausforderung mehr für uns. Das war hier fast zu erwarten. Leute, wir sind unglaublich mächtig, aber diese Macht hat halt nun auch seinen Preis. Und diesen Preis werden wir bald selbst zu spüren bekommen. 3 Minuten. Scheiße. Nein, ich sterbe jetzt hier nicht. So, für... Okay, cool. Ich sterbe, weil ich den Weg nicht finde. Ganz cool. So, Leute. Ich befürchte, Leute, auch wenn ich mich natürlich wahnsinnig darüber freue, dass wir Daedalus hier endlich besiegt haben, Leute. So ein Happy End wird das Spiel doch nicht haben. Besonders wenn man hier nicht von dem Schiff schnell rauskommt. Dann eh nicht. Aber auch so, Leute, denke ich, bald wird hier das Spiel hier sein Ende finden. Auf eine sehr unschöne Art. Aber dazu gleich mehr, Leute. So lange freuen wir uns einfach mal, dass wir dieses verdammten Daedalus besiegt haben, Leute. In einem unsagbar harten Kampf. Aber, Leute, nun heißt es hier nochmal fliehen. Ja, Bestien, kommt. Kommt, so viel ihr wollt. Ich habe die Kraft, Leute. I've got the power. So in etwa. So in etwa. 1 Minute 59 und da hinten kommen immer mächtigere Bestien. Und ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. So. Aber auch diese. Keine Herausforderung für uns. Und nun, Leute, würde ich sagen, ist ja mal Zeit, hier das sinkende Schiff zu verlassen. Auf Wiedersehen, Bestienschiff. Ach, immer noch nicht. Schade. Oh Gott, wie lange geht es noch? Also langsam. 140 Meter. Wieder, Leute. Es könnte ein wenig knapp werden, Leute. Warum haben wir diese Kräfte eigentlich nie schon früher gehabt? Ja, ich lauf doch schon. Sorry. Ich muss hier, da kommen ungefähr 1000 Bestien und ich muss hier mal so eine coole Handbewegung machen. Hä? Oh, da, laufen. Okay. Hopp, 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 hopp. Okay, da oben ist er! Capelli! Wir fliehen jetzt! Doch was wird aus Hale werden?
wünschte, Sie würden mal versuchen, so ein Ding zu landen. Hale, was ist passiert? Was ist das? Hören Sie sie? Sie rufen uns. Wie wunderschön. Zurückbleiben. Das ist nur der Anfang. Vergeben Sie mir. War mir eine Ehre. Leute, und das war's hier nun mit Resistance 2. Ja, Leute, wir haben das Spiel geschafft und ich bin jetzt nicht so ganz überrascht von dem Ende, weil ich es ja schon kannte, aber trotzdem, Leute, das beste Virus ist nun hier voll hochgekommen und Hale wäre, hätte ihn Capelli nicht hier aufgehalten, zu seinem Monstrum wie Daedalus geworden. Es waren schon fast hier dieselben Worte. Ja. Und schließlich konnte Capelli das Einzige tun, was er eigentlich tun konnte, und zwar Hale hier töten, bevor er ebenfalls zu so einem Monstrum wurde. Ach Leute, wir haben Resistance 2 abgeschlossen, Leute, und ich bin auch froh, dass wir es hier geschafft haben, Leute. Aber das war es hier noch nicht mit dem Resistance-Franchise, aber dazu gleich erstmal mehr. So, erstmal mein Fazit. Ich muss sagen, Resistance 2 hat mich genervt, Leute. Es hat sehr cool angefangen, wurde im Mittelteil so unsagbar schwer und das wirklich auch teilweise frustrierend, dass ich mal auf leicht runtergestellt habe. Deswegen schätze ich mal, stand ja auch, dass er vielleicht. Dann habe ich mal wieder auf Mittel hochgeschaltet, aber es war wirklich im Mittelteil teilweise so nervig und unfair einfach. Und das trotz HP-Regeneration war das Spiel so unsagbar schwer. Aber insgesamt muss ich jetzt sagen, gegen Ende wurde es jetzt richtig cool. Die letzten zwei Level haben mir wirklich auch wirklich spielerisch sehr gut gefallen. Es ist viel passiert, sehr viel Abwechslung, es war auch wirklich sehr cool und endlich mal kam auch ein bisschen coole Story. Es hat mir im Endeffekt, würde ich schon sagen, gut gefallen. Muss ich wirklich auch sagen. Aber Leute, also es ist deutlich besser als Resistance 1, aber es ist niemals so gut wie Resistance 3. Ich sag ja, das wird sich ändern, wenn ich dann Resistance 3 Let's Play dann fällt so, oh, voll Scheißspiel. Nee, gefällt mir nicht, eigentlich alles blöd. Werden mir Resistance wirklich gar nicht gefallen, da muss ich wirklich so sagen. Es war unsagbar schwer, es hat unglaublich teilweise genervt, die Gegner waren viel zu hart. Und es gab im Endeffekt auch nicht so coole Level. War Resistance 2 deutlich cooler, Leute. Wir hatten geile Bossfights teilweise. Ich erinnere mich an diesen Goliath, den wir da in der Stadt besiegt haben. Oder war es ein Goliath? Leviathan, glaube ich. Dieses riesen Koloss-Ding war sehr geil gemacht. Man hatte eine bessere Geschichte als in Resistance 1. Und auch Spiel wurde es auch um einiges besser mit neuen Bestien und sowas. Auch die Waffen wurden um einiges besser gemacht. Also allein schon, dass man nun hier die coole Mengen um hatte, war schon toll. Aber Leute, wie gesagt, das war es immer noch nicht. Und das, auf was, warum ich eigentlich nur Resistance 2 Let's Played habe, ist eigentlich nur der Grund, dass ich das fantastische Resistance 3 spielen will. Und Resistance 3 ist wirklich ein fantastischer Shooter. Und da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf. Ja, leider, ich denke mal, Entschuldigung, ich bin ein wenig erkältet, werden wir verständlicherweise nicht hier Hale spielen. Der steht nicht wieder von den Toten auf, sondern jemand anderen. Jemanden, den wir schon kennen. Und zwar Joseph Capelli. Deswegen war mir auch immer Capelli sympathisch, weil er der Protagonist von Resistance 3 ist. Und während Resistance 1 und 2 so, ja, Stories hatten, so, okay, ja, man weiß, dass er Hale heißt. Hat Resistance 3 eine, ich jetzt mal ganz ehrlich, Leute, überraschend gute Story. Muss man wirklich sagen. Es geht natürlich wieder in den Kampf von den Bestien, aber es ändert sich wirklich sehr viel vom Look und Stil her. Während wir hier meistens immer große, monumentale Schlachten haben, haben wir Resistance 3 wirklich einen richtigen Kampf ums Überleben. Der einzige große menschliche Widerstand mit der ganzen Armee hier und so ist zusammengebrochen. Und das merkt man, Leute. Es spielt sich viel besser als Resistance 1 und 2. Von den Waffen, auch von den Leveln hat man sich sehr viel mehr Mühe gegeben als in den vorigen Teilen, Leute. Und das ist auch so ein Grund, warum ich mich darauf um einiges noch mehr freue. Und es wird dann auch irgendwann kommen, Resistance 3. Vielleicht auch noch Resistance Burning Skies auf der PS Vita. Schauen wir mal.
Ja, was kann ich nun insgesamt über Resistance 2 aber noch sagen? Es hat mir besser gefallen als der erste Teil, ist jedoch nicht so gut wie der dritte Teil. Es ist ein wenig generischer als als Resistance 1, was einfach daran liegt, dass man HP-Ringer-Zone hat, dass man nur zwei Waffen aufnehmen kann. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt, also mit der HP-Ringer-Zone kann man sich streiten. Ich kann es auch so akzeptieren, doch mit Medikits wäre es natürlich auch cool gewesen. Dass man zwei Waffen aufnehmen kann, finde ich sehr blöd. Zum Glück wird das im Resistance 3 auch wieder anders gemacht. Aber dafür gab es auch wieder sehr viele coole Waffen, wie gesagt, die Magnum. Ein paar mehr Alien-Waffen gewünscht. Wir hatten ja im Endeffekt nur den Bohrer und die Bullseye. War es noch mehr? Nee. Also ganz am Ende, wo wir alle Aliens mit unseren Händen besiegt haben. Aber ansonsten hatten wir nicht mehr und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber trotzdem, es war spielerisch um einiges besser. Waffen haben sich deutlich besser angefühlt, besonders der Bohrer, der im Resistance 1 wirklich scheiße war. War hier sehr viel cooler. Überhaupt, die Waffen haben sich cooler angefühlt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Oh, ich bin ja kurz vorm Ersticken. Das ist nicht so gut. So, wahrscheinlich habe ich das hier rausgeschnitten, weil ich hier gerade ein bisschen durchgehustet habe. Egal! Im Endeffekt muss ich sagen, Resistance 2 hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als der erste, der einfach nur wirklich nur gegen Ende Frust war. Es hatte gegen Ende auch sehr, sehr coole Level. Also ich sag jetzt, dieses Level da in den Sümpfen, habe ich schon gesagt, war sehr cool. Man hatte deutlich mehr Bestien, auch teilweise haben sie echt Spaß gemacht zu bekämpfen. Auch diese Unsichtbarmacher. Ey Leute, das erste Mal, als wir den begegnet haben, war ein hammergeiler Abschnitt. Ihr erinnert euch noch in den Sumpf, da wo unser Team so Predator-mäßig eliminiert worden ist. Das war echt hammergeil, Leute. Man hatte teilweise sehr gute Level, teilweise weniger gute. Ich erinnere mich an dieses Level, wo wir gleichzeitig drei von diesen blöden Raketenschützen alle machen mussten. Und ich war da kurz davor, mich aufzuhängen. So dumm und nervig war das. Wo überall Autos standen und man immer gestorben ist und man konnte nichts machen. Aber trotzdem, es war um einiges besser. Es hat einen coolen Soundtrack, muss man auch sagen. Ein paar Stücke vom Resistance Soundtrack sind cool. Vom Resistance 3 Soundtrack Stücke übrigens nur zu empfehlen. Das Main Theme, einige auch andere Stücke sind sehr geil in Resistance 3. Resistance 2 hatte auch ein, zwei nette. Die Grafik ist immer noch sehr gut dafür, dass das Spiel 2008 müsste es erschienen sein. Ich weiß gerade nicht mehr. Schaut in die Beschreibung, da steht. Dafür ist es halt wirklich sehr cool. Es sieht es immer noch sehr cool aus mit sehr vielen coolen Sachen. Im Endeffekt kann ich nur sagen, im Gegensatz zu Resistance 1, es hat mir gut gefallen und ich hatte meinen Spaß damit, nachdem ich es ja vielleicht untergestellt habe. Und dann ging Ende wieder auf normal. Oh, und jetzt spielen wir es auch schwer durch. Ich will ja was zu lachen haben. So, jetzt müssen wir die Quests durchlaufen lassen. Mein Gott, Leute, ist das Studio so gut? Sind nicht so gut, aber sind da so viele Mitarbeiter? Wusste ich gar nicht. Hier in Dings. Nicht Santa Monica, nicht. Wie hießen die nochmal? Nicht Sucker Punch? Ach, ich weiß es nicht mehr. Insomniac Games natürlich. Bevor Insomniac Games blöd wurde und jetzt nur noch Microsoft Games herstellt, Sunset Overdrive. Fuse. Will kein Mensch haben. Macht lieber ein neues Resistance-Spiel. Am besten, es ist 1:1 Resistance 3, einfach nur anders. Mit anderen Leveln. Das wird mir schon reichen. Ja, ich denke, so viel mehr gibt es jetzt auch hier nicht so viel zu sagen. Wir haben zumindest in dem Westen einen großen Schlag zugefügt. Besiegt sind sie immer noch nicht, sonst gäbe es ja keine Fortsetzung. Aber immerhin haben wir sie besiegt, Dings der Deadlos haben wir besiegt, Hale ist besiegt, was vielleicht nicht ganz so cool ist. Aber immerhin Capelli und seine coole Mütze haben überlebt. Da fällt mir ein, Leute, warum hat Capelli in Resistance 3 nicht diese coole Waffe, die Wraith, die mit dem Schutzschild, warum hat er die nicht? Leute, in jedem verkackten Level hat er diese Waffe mit dem unbegrenzten Schutzschild. Warum hat er sie im 3 nicht? Ja, da wäre das Spiel zu leicht, gell? Ach, Leute. Das Einzige, was ich schade finde, Leute, ich hätte noch ein bisschen gerne hier als Super Hale gespielt. Ihr wisst schon, mit den Händen einfach so Star Wars-mäßig mit der Macht so Machtschübe verpassen, dass die Gegner einfach explodieren, Leute. Warum hätte man sich das ganze Spiel schon haben können? Ich meine, wir haben den Bestien-Virus, warum nicht? Hätte ich ehrlich gesagt ganz cool gefunden.
So, wir schauen auf die Uhr. Knapp 23 Minuten müssen wir sein. Ah, Leute, die Credits müssen ablaufen und ich muss wieder husten. Mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein, was ich sagen kann. Ich muss sagen, was ist ein Franchise? Kann man noch ein bisschen drüber reden. Ich habe mir sehr viel davon versprochen. Ich muss sagen, der erste hat, wie gesagt, hat mir echt nicht gut gefallen. Der zweite hat mir jetzt um einiges besser gefallen. Er war echt cool. Teilweise aber auch wirklich zu spät. Der dritte ist um noch mal einiges schwerer als hier der zweite. Und das heißt schon was. Hat dann auch wieder keine HP-Regeneration. Man kann sie aber einschalten. Ich habe das Spiel zweimal durchgespielt. Einmal ohne HP-Regeneration, also mit Medikits, und einmal mit HP-Regeneration. Mit HP-Regeneration werden wir maximal im letzten Level einschaffen. Das letzte Level in Resistance 3 ist die Hölle. Der letzte Boss heute in Resistance 3 ist der größte Müll, den es gibt, und der ist auch echt nicht cool. Aber egal, wir werden es natürlich mit Dings da, Medikits und so, klassisch halt spielen. Finde ich auch gut, dass es da gemacht worden ist. Da funktioniert es auch deutlich besser in Resistance 1. Waffen, für die ja Resistance wirklich sagen, bekannt ist, weil man hat ein paar echt coole Waffen, wie das Bullseye oder die Magnum. Und dann noch einige lustige, coole Waffen in Resistance 3, die ich jetzt mal nicht spoilern will. Der Bohrer, den hätten wir auch noch hier in Resistance 1 und 2 gehabt. Gibt es natürlich dann noch einige neue in Resistance 3. In Resistance 1 und 2, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass wir zu wenig Alien-Waffen hatten. Ich hätte mir da ein paar mehr Alien-Waffen jetzt, besonders halt in Resistance 2, gewünscht, weil im Endeffekt kam eine neue dazu. Nein, kam überhaupt eine neue Waffe dazu? Ich glaube auch nicht. Die Magnum, okay? Die ist geil, die Magnum ist hammercool. Hier mit den explosiven Schüssen, aber ansonsten kam nichts dazu. Würde mir jetzt zumindest nicht einfallen. Das ist halt echt schade, weil Resistance 3 bemüht sich wirklich besonders, ganz viele Waffen zu haben. Also, wie gesagt, Alien-Waffen, aber auch ein paar normale Waffen, aber besonders halt zahlreich. Und das, finde ich, ist echt wichtig, weil sowas, finde ich, gehört zu einem Alien-Spiel, Mann. Ich will, wenn ich schon ein Spiel, was nicht normal ist, also Mensch gegen Mensch ist, dann will ich halt immer coole Alien-Waffen haben und nicht einfach, oh, er hat ein Sturmgewehr mit die AK-47 und die M4A1, oh, da will ich irgendwie, keine Ahnung, so Alien-Plasma-Superwaffe haben. Welche, zum Beispiel, Crysis hat, auch wenn ich den 3 nicht so mag, hat es ja immer diese coolen Seth-Waffen, die da rumliegen. Die sind, spielen sich zwar auch klassisch, aber trotzdem sind halt immer ein bisschen was. Und sowas ist halt immer cool. Killzone hat man auch zum Beispiel, okay, da gab es eigentlich auch nur eine coole Waffe, dieses Killzone 3 gab es ja diese Waffe, die so die Gegner implodieren lässt, dieses grüne, wo sie so grün und dann so, pack. Das war cool, und ich hoffe, und ich finde, das muss ich sagen, hat mir das sehr gut gefallen. So, Special Thanks to euch alle, ihr habt ein cooles Spiel gemacht, aber Leute, das war der Highlight, hier das Schmuckstück, das beste Spiel auch des Franchises bis heute, wird noch folgen. Resistance 3, auf was ich mich wahnsinnig freue, wird kommen, und die Credits laufen jetzt wirklich ewig lang, Mann. Insomniac, das sind nur nicht so viele, Mann. In Battlefield 3 waren ja weniger Credits, kann ich die beschleunigen? Wurden die schneller? Oder wurden die noch langsamer? So, ich hab's jetzt mal abgebrochen, Leute. Da sage ich einfach, das Spiel hat mir nur halb gut gefallen. Auch wenn es mir eigentlich, muss ich sagen, wie gesagt, um eigentlich besser gefallen hat. Aber ich habe jetzt mal die Credits abgebrochen, weil die mir zu lang dauern. So, da sind wir unseren schönen Hail, da hat er noch gelebt. Ich würde sagen, Leute, wir verabschieden uns jetzt. Ich war's, euer DamnSimAffix, und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht in Resistance 3, vielleicht in Resistance Burning Sides, aber solange bleibt mir einfach nur zu sagen, ich bin es, war's und werde es immer sein, euer DamnSimAffix. Bis zum nächsten Projekt. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.